Das fünfte Rennen in der offiziellen österreichischen Radbundesliga findet in Nenzing in Vorarlberg statt. In ganz Europa finden derzeit Radrennen statt und so sind nicht alle Teams vollzählig angetreten. Ja, es ist momentan die Situation so, dass alle großen Teams außer uns mindestens eine Partie im Ausland hat. Das heißt, die vier Conti-Teams neben uns sind heute ein bisschen ersatzgeschwächt und wir werden versuchen, das Ganze zugunsten unseres Teams zu nutzen und versuchen, dass wir uns von der KTM-Mannschaft ein bisschen absetzen können in der Mannschaftswertung. WSA Viperbike ist im Kampf um die Österreich-Rundfahrt-Teilnahme zurzeit knapp am vierten Platz vor Gebrüder Weiß-Oberndorfer. Leider haben wir einen Kranken und einen Verletzten zu bekunden und der Rest der Mannschaft ist eben bei der Tour of Hellas in Griechenland unterwegs. Es ist halt sehr schwierig, ein großes Rennprogramm zu absolvieren und dann halt zusätzlich noch leider krankheitsbedingte Ausfälle ebenfalls verkraften zu müssen. Wie legt man so geschwächt ein so schweres Rennen an? Wir wollen auf jeden Fall versuchen, in jeder Fluchtgruppe vertreten zu sein, müssen allerdings auch auf einen Sprint hinaus fit bleiben. Das heißt, ein Teil der Mannschaft wird sich vielleicht etwas schonen müssen, zumindest, dass wir in den letzten 2 bis 3 Runden mit der Spitze dann mitgehen können. Anders wird es wahrscheinlich nicht laufen hier. Noch kleiner ist die Mannschaft Bundesteam. Wie versucht man hier, sich zu behaupten? Ja, wir vom Bundesteam sind eben nur wenige Starter, sind einige angeschlagen und deswegen werden wir versuchen, dass wir so lange wie möglich mitfahren, uns verstecken im Vödel. Vielleicht haben wir auch Glück, dass irgendwer Gruppen erwischt und sonst schauen wir, dass im Zielsprint so viel wie möglich ausschaut. Aber das Rennen ist lang, wird wahrscheinlich auch schnell und hart werden. Also gilt sehr, jetzt erst einmal überleben. Das Tirol Cycling Team hat ein Ziel schon erreicht. Ja, jetzt schauen wir mal, Österreich-Rundfahrt ist natürlich das große Ziel gewesen. Der Jure ist jetzt auch in Luxemburg noch Zweiter. Also schaut eigentlich ganz gut aus, dass wir dabei sind und ja, das wird sich dann von selber noch ergeben. Optimistisch, was seine Platzierung betrifft, ist auch Peter Pichler. Ja, wie man vorher gesehen hat, wenn es ein Massensprint wird, was man erhoffen kann, dann haben natürlich die Chancen groß, dass man ganz vorne reinfahren. Ich bin voriges Jahr Siebter geworden da in Vorarlberg in Nenzing. Ich hoffe natürlich, dass wir mit der ganzen Mannschaft herkommen, dass wir die anderen ein bisschen helfen können. Und ja, schauen wir, im Sprint ist alles möglich. Vielleicht haben wir das Glück des Tüchtigen und dass wir ein Loch finden und dass wir da unter die 10 fahren können vielleicht. Der Gewinner der Giro-Radliga 2011, Florian Bissinger, hat heuer etwas Pech. Ja, sicher wäre es schön, wenn ich den Titel im Endeffekt verteidigen könnte. Noch dazu, wo ich jetzt fürs Team Vorarlberg auch fahre, wäre es natürlich fürs Team extrem wichtig. Ich hatte leider vor 2 Wochen einen schweren Sturz beim Giro-Cup-Rennen in Poisdorf, habe mir da einige Teile von meinem Becken abgebrochen. Bin jetzt in 2 Wochen eigentlich so gut wie nicht auf dem Rad gesessen. Mai, vielleicht finde ich irgendwo auf der Strecke meine Form wieder und kann am Ende dann vielleicht hier doch gewinnen. Und auch Team Vorarlberg ist hier in Nenzing nicht voll besetzt. Die anderen sind gerade in Griechenland, sogar sehr erfolgreich bei der Tour of Hellas, haben momentan das Führungstrikot mit Robert Fretscher und haben dort keine leichte Aufgabe, ist relativ gut besetzt und ja, müssen jeden Tag Vollgas von vorne fahren, um heute am letzten Tag das Trikot noch zu verteidigen. Andreas Müller ist zuversichtlich auf einen vorderen Platz. Ja, es wird sicherlich schwer werden, aber letztes Jahr bin ich 5. geworden mit viel Kampf und also ich denke, das ist viel möglich und so bergig ist es nicht. Also ich denke, wir können trotzdem was werden. Versucht hätte er es, aber es wurde Platz 67. Und was rechnet sich der Träger des gelben Trikots für sein Team aus? Schauen wir mal. Also die Strecke liegt mir nicht unbedingt so und ich habe jetzt schon einen guten Vorsprung im Cup. Das heißt, dass man kann jetzt wirklich ein wenig verwalten und bevor es zum Sprint kommt, haben wir einige andere, die was dazuschlagen können. Natürlich muss ich auch Punkte machen und ich werde mich da einfach anschließen, wenn wirklich ein Sprintzug von uns zustande kommt. Aber gesagt, wir müssen nicht das Rennen nicht mehr machen, wir haben genug Vorsprung, wir haben schon genug erreicht heuer. Die anderen müssen heuer was zeigen und wir können sie wirklich bis aufs Finale eigentlich konzentrieren. Gourmet Van Wels wird sich dann auch wirklich bis zur letzten Runde zurückhalten. Doch beginnen wir beim Start. Die Strecke ist 174 Kilometer lang, 8 Runden von Nenzing, Schlins, Sardeins, Göffis nach Frastanz und wieder zurück nach Nenzing. 117 Fahrer sind am Start, das Wetter sonnig mit auffrischendem Wind.
Bereits in der ersten Runde gibt es einen wagemutigen. Peter Balotay setzt sich bis zu 25 Sekunden vom Feld ab, wird aber wieder eingeholt. Sprintwertung nach der ersten Runde geht an Christian Wildauer, Union Raiffeisen Rad Team Tirol. Kurz vor Sardines erhöhen Schweiger und Capella das Tempo und im Hintergrund sieht man Andreas Müller, wie er versucht, auf die Ausreißer aufzuschließen. Am Ortsende von Sardines hat er es zwar geschafft, doch am Anstieg zur Bergwertung fällt er zurück und reiht sich wieder im Feld ein. Die erste Bergwertung geht an Schweiger vor Capella. Das Hauptfeld kommt 45 Sekunden später zur Bergwertung, angeführt von Paul Illenberger, Gourmet Fein Wels. Schweiger und Capella rasen indessen Richtung Göffis. Kilometer sind bereits gefahren und Hans-Jörg Dahlhammer versucht allein, die Ausreißer zu verfolgen und kommt auf eine Minute heran. Das fällt 30 Sekunden dahinter. Auch dieser Ausreißversuch endet wieder im Hauptfeld. Während Schweiger und Capella alles geben, zieht das Feld gemächlich dahin. In der dritten Runde startet der Schweizer Lionel Varé solo die nächste Aufholjagd, kommt auch auf 1 Minute 45 an die beiden Führenden heran, fällt aber wieder zurück und wird im Feld wieder aufgenommen. Capella und Schweiger erhöhen kontinuierlich ihren Vorsprung, im Feld sieht sich aber niemand verantwortlich, das Tempo zu erhöhen. 4 Minuten 30 vor dem Hauptfeld passieren die beiden die Sprintwertung, welche an Schweiger geht. Das Hauptfeld wird vom Paul Lang WSA Viperbike in die vierte Runde geführt. 66 Kilometer sind gefahren, der Wind wird abschnittsweise immer stärker. In dieser Runde gibt es wieder eine Bergwertung und diese geht wieder an Schweiger. 5 Minuten 30 dahinter das Hauptfeld. Nach der rasanten Abfahrt beträgt der Rückstand des Feldes 6 Minuten 50 Sekunden. Jetzt wird man auch im Hauptfeld wach. Team Vorarlberg und Gebrüder Weiß-Oberndorfer erhöhen das Tempo. Diese Aktion zeigt Wirkung und bei der dritten Sprintwertung beträgt der Abstand zum Spitzenduo nur mehr 4 Minuten 30. Die Sprintprämie holt sich wieder Schweiger. Er ist damit auch der aktivste Fahrer dieses Rennens. In Runde 6 wird im Feld richtig gearbeitet. Der Abstand schrumpft nun kontinuierlich. Die Bergwertung holt sich dieses Mal Capella. 3 Minuten 40 beträgt der Abstand zum Feld. Remo Schuller, Team Vorarlberg, gewinnt den Bergsprint des Feldes. Die Jagd ist eröffnet und das Feld kommt den Ausreißern immer näher und eingangs der siebten Runde ist der Vorsprung auf 1 Minute 40 geschrumpft. Bei Rennkilometer 135 ist das Feld dann geschlossen. Jetzt versucht es eine Vierergruppe. Riebenbauer, Reiter, Götz und Biedermann können sich für ca. 5 Kilometer auf maximal 20 Sekunden vom Feld absetzen. Werden aber wieder gestellt und die vierte Sprintwertung geht in Folge an Marin Mattei.
84 Fahrer sind noch im Rennen und die letzte Runde ist eingeläutet. Jetzt versucht eine größere Gruppe mit 23 Fahrern eine Vorentscheidung herbeizuführen. Am Ortsende von Sardeins ist das Feld aber wieder geschlossen. So geht es zurück Richtung Nenzing bei der Ortsdurchfahrt von Beschling. 2 Kilometer vor dem Ziel geht Auer solo weg. Keiner im Feld reagiert. Auer gibt alles und spurtet auf und davon. Gernot Auer kann locker 7 Sekunden vor Zeudel über die Ziellinie fahren. Dritter wird Blasfurdi. Wie steppert. Ich hab mir gedacht, scheiße, wieso geht denn da keiner mit? Ja, ich habe da attackiert zum Schluss auf. Ich habe mir gedacht, das werden sicher mehrere machen. Und dann war ich oben am Hügel alleinig und dann habe ich eigentlich nur mehr durchziehen können und versuchen können. Und sie sind dann hinten Gott sei Dank nicht schnell nachgefahren. Sie haben ein bisschen gezögert, habe dann meinen Vorsprung ausbauen können und bis zum Schluss halten können. Ja, das Rennen war eigentlich ziemlich taktisch, wie die Spitzengruppen weggegangen sind im ersten Drittel. Und dann schon 6 Minuten gehabt hat, hat es irgendwie keine Mannschaft verantwortlich gefühlt, dass dem das Loch schließt. Mir auch nicht, weil wir haben schon einiges gewonnen heuer, haben gute Führung im Cup. Schlussendlich hat das Team Vorarlberg die Verantwortung übernommen mit dem Team KTM und die haben eigentlich das Loch fast zugemacht und die letzten 1,5 Runden waren extrem viele Attacken, aber es hat irgendwie keiner lösen können und im Finalsprint hat mich die Mannschaft nochmal super reingeführt und einen großen Dank wirklich der Mannschaft, die was mir jetzt die ganzen Rennen wirklich super unterstützt. Und ja, es war heute ein sehr schweres Rennen. Es war am Anfang auch sehr heiß, der Wind hat ganz schön gewütet, sage ich mal. Und wir sind am Anfang von Rennen sind 2 Fahrer rausgefahren, von Tirol und von Viperbike. Die Vekomefen-Fahrer haben gesagt, sie haben schon genug Vorsprung in der Gesamtwertung, sie brauchen das Loch nicht schließen, sie brauchen nicht gewinnen. Wir Vorarlberger bei unserem Heimrennen wollten natürlich uns gut präsentieren. Und als die Gruppe schon 7 Minuten hatte, sind wir halt mächtig aufs Gas gestiegen. Da haben wir dann 4 Fahrer leider opfern müssen. Die haben uns dann im Finale gefehlt. Aber wir haben das Trikot, so 23 Trikot, glaube ich, sensationell verteidigen können. 2 Top-10-Plätze. Ja, der Robert Fletcher hat heute in Griechenland gewonnen. Ein erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen. Ja, es war ein ziemlich abwechslungsreiches Rennen. Am Anfang mit den 2 Mann Spitze war es ziemlich überraschend, dass wir praktisch als Team Vorarlberg nicht vertreten waren. Aber ich denke mal, für die Zuschauer war es ganz interessant, dass man mal gesehen hat, wie schnell das eine Gruppe zusammen, ja, wie der Gruppe zugeht. 6,5 Minuten zufahren innerhalb von 2 Runden. Und ja, das ist, macht auch der Radsport aus, einmal so. Und das Finale war im Endeffekt natürlich sehr spannend. Und ich denke mal, der Gernot hat heute verdient gewonnen, hat einfach am Finale attackiert und das durchgezogen. Und wie sieht es in der Tabelle aus? Bei der Teamwertung liegt RC Abö Wels Gourmetverein mit 115 Punkten in Führung. In der Einzelwertung liegt weiterhin Ricardo Zeudel unangefochten an der Spitze, gefolgt von Blasfurdi, Gernot Auer, Patrick Konrad, Adam Homolka, Martin Schöffmann, Josef Benetzeder, Jan Sokol, Markus Eibecker und Tobias Erler ist auf Platz 10. In Kärnten, genauer in Völkermarkt, wird am 3. Juni wieder kräftig um Ligapunkte in die Pedale getreten.